So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dead Island. So, wir haben ja jetzt die letzte Runde haben wir gespeichert. Ich bin aber nicht hier gerespawnt, sondern am Arsch der Welt. Das wollte ich nur mal betonen. Also man kann nicht irgendwo speichern anscheinend und das wird so halt gehandhabt, wie ich mir das vorstelle, dass ich halt hier wieder rauskomme. Nein, leider Gottes nicht. Ich bin irgendwo, ja, ungefähr ein Kilometer in die Richtung, wenn nicht sogar mehr. So, allerdings, das hat er gespeichert, dass ich mit denen da geredet habe. Oder? Warte mal. Anscheinend schon. Okay, was ich jetzt mal brauche, ist unbedingt mal was zum Essen oder zum Trinken. Ah, ja genau, das sind das mit den Kanistern. Ach Gott, leg mal hin. Danke. Zuerst müssen wir aber die Pumpe wieder in Gang setzen. Gibt's bei euch nichts zum Habern, Herrst? Na toll, dafür zahle ich ja. Aber wurscht. Wir haben eh genug Geld. Hau da rein, die Energy Drinks. Mir ist wurscht. So, der geht dann, glaube ich, dann später erst weg. Achso, da muss ich zuerst die scheiß Türe aufmachen. Genau. Und das ist dann da. So, wie ist denn das gegangen? Ich glaube, man musste da so rundum a dumm gehen. Okay, wie man da rüberkommt, weiß ich auch nicht. Ah, da, wahrscheinlich. Ja. Und schauen wir mal da kurz rein. Das hat sogar 105. Moment mal ganz kurz. 97. Das, da hätte ich... Moment. Ach Gott, die Steuerung. So, Inventar. Was haben wir denn da? Das macht 137, 97. Das ist der Schraubenschlüssel, den lassen wir mal. Das macht 78, das macht... 86. Jetzt sollte man eigentlich... Wieso kann er das nicht nehmen? Achso, ich habe kein Geld mehr, oder was? Wo steht denn da das Geld? Doch, ich habe 1573. Was ist denn das für ein Betrug? Hat das fallen lassen überhaupt? Zumindest habe ich drauf gedrückt auf Ablegen. Jetzt. So. Wir bleiben kurz bei der Machete aber noch. Da komm, spring da rauf. Meine Fresse. So. Ich glaube, da geht's auch nicht durch. Genau, da muss ich irgendwie übers Dach. Kann das auch sein? Meine Güte. Ah, da vorne ist eh eine Tür. Um Gottes Willen, Herzfehler erst. Mach mal da auf. Das war mir so klar, dass du aufstehst. So, was haben wir da? Das ist ein Dreck. Was haben wir da? 61, das ist eigentlich auch schon wieder Dreck. Da müssen wir jetzt darauf, die Leiter. Ich glaube, da kommt so ein Schläger, wenn ich mich nicht irre. So, die Kisten sind unnötig. Genau, da rein wollen wir. Was haben wir da? Na bitte, da wäre es sogar gratis gewesen, der Energy Drink, aber ist ja wurscht. Na dann rein. So, das war... okay. Alkohol, nehme ich sehr gerne. Sonst noch irgendwer wer? Na, gut, passt. So, das nehmen wir gleich. Das brauchen wir jetzt nicht. Dafür braucht man Dietrich. Stufe 3. Aber was ich jetzt vorher gerade gesehen habe, das war meine Super Ultimate. Entschuldige, wenn ich mich versprich. So, das ist eigentlich eh alles unnützlich. Da können wir aufmachen. Die kann ich immer einsetzen, wenn ihr oben links schaut, neben meinem Leben, neben den weißen Balken. Das ist dieses Runde. Wenn das voll ist, bleibt man lange auf Kreis drauf und ganz normal mit R2 angreifen halt.
Dann wirft er halt so welche Messer halt weg, ist ziemlich leiwand. So, mal das weg. Das dauert lang. So, was haben wir da? Genau, das ist die Stromversorgung. Und jetzt können wir das machen. Zuerst allerdings fahren wir mit dem Auto da nach vor. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob mein Auto noch da ist, nachdem ich gespeichert habe. So, das passt. Okay, jetzt bin. Okay, gut. Mit Springen komme ich raus. So, da haben wir ihn. Fuck yeah. Ja, ich höre euch nur. Ja, ich schlage irgendwo hin. So, Kopf ab. Ja, genau, du triffst mich, gell? Kopf ab. Anscheinend nicht. Wurscht. So, jetzt können wir die Kanister auffüllen. Gott sei Dank. Einen haben wir schon mal da liegen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da mitnehmen muss. So, halten, um aufzufüllen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen nämlich Infizierte. Zwei Stück sogar. Oh! Du bist auch down? Ja, sehr gut. So, einfach da reingeben dann. Nehmen wir halt, ich habe keine Ahnung, wie viel ich da mitnehmen muss. Wieso kannst du den... Achso, ich kann nur einen mitnehmen, oder was? Darf ich da jetzt mal ganz kurz rein? Kill den Typen. Wieso lasst er mich nicht da rein? Anscheinend wirklich nur einen einzigen Kanister braucht er. Passt, okay. Eine Fresse. Geh da raus jetzt. Und einsteigen. Nicht die ganze Zeit da oben dummhupfen. So, jetzt fahren wir das alles wieder zurück natürlich. Da haben wir dann die erste Quest hier in diesem Part auch geschafft. Gott sei Dank. Es geht voran auf jeden Fall. Ja, kriegen wir noch schön Erfahrungspunkte, wenn wir die Zombies da überfahren. Oh, das war ein bisschen... Komm, gib Gas. Hinter mir sind Infizierte. Mit dem möchte ich mich nicht anlegen, nämlich da kann mich glaube ich auch rauszahlen aus dem Auto. Wir wollen es nicht riskieren. So, mach die Tür auf. Wenn es geht, auch beide. Danke. So, raus mit dir. Ihr könnt auch den Kanister nehmen und alles zu Fuß darüber bringen. Allerdings ist das natürlich... Ja, so besser, glaube ich, mit dem Auto, wenn man fährt. Hurry it up. These fuckers... So, rede mit Mike, Asche zu Asche und ich glaube, fertig sind wir. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. So, 900 Erfahrungspunkte haben wir dafür gekriegt, das passt eigentlich auch. So, schauen wir nochmal auf die Quests. Zeittotschlagen brauchen wir nicht, Nachtfalke ist da, das ist wirklich der einzige nur noch, okay. Moment, allerdings haben wir ja noch wen gehabt, wir gehen jetzt einmal zu Fuß, nein, wir gehen nicht zu Fuß raus, um Gottes Willen, wozu haben wir ein Auto? Nämlich, es hat ja noch wen gegeben, der unsere Hilfe gebraucht hat, im... der einen Wohnung. So, den werden wir jetzt gleich mal hinschauen. Ich hoffe, dass ich den finde. Na.
So, ich lasse meine Augen mal auf der Map. Moment, das sind Hände. Ich glaube, Hände bedeutet, dass wir irgendetwas davon brauchen könnten. Weg mit dir, okay. Ah, da sind wieder diese fortlaufenden Quests halt. Gut, meine Waffe wird langsam kaputt. Geh weg von mir. So, Kopf ab. So, da haben wir auf jeden Fall mal Geld. Nahrungskonserve. Ja, da sind diese fortlaufenden Quests halt. Konserve. Energy Drink. Hau da rein. Okay, passt. So, ich gehe jetzt mal einfach zu Fuß weiter. Da rauf. Ich glaube, da oben war das irgendwo. Danke, dass du auch einmal runterschlagst. Kleber genommen. Keine Ahnung. So, du gehst auch schwimmen. Ist da überhaupt Wasser drin? Ich muss an mit Blut, hä? Huh? Ah, bitte, da spritzt eh schon. Du bleib liegen. Das nehmen wir gleich mit. So, wo ist denn der Typ, der ja unsere Hilfe gebraucht hat? Da wird er gerade angezeigt, links von uns. Das brauchen wir jetzt nicht. So, da ist er. Ja. Genau, mess dich nicht mit mir. So, jetzt nehmen wir die da wieder. Da haben wir nämlich noch ein paar Nebenaufgaben drinnen, wie ich gerade sehe. Da sind ein paar Rufzeichen. Allerdings müssen wir zuerst mal alles da clearen. So. Da kann ich rein. Moment, eins, zwei, na. Jawohl, 100 Erfahrungspunkte kriegt man dafür, super. So, was haben wir da? Eine Batterie. Mach mal da die Tür auf. Ist da wer drin? Hallo? Nein. Mach mal da auf. Ein Lappen. Ja, das ist auch wichtig für den Molotow-Cocktail. Was haben wir da? Ein Ausweis, nehme ich sehr gerne. 21 Dollar, nehme ich auch sehr gerne. Genau, das ist die Geschissene, die immer was zum Trinken haben will. So, Energy Drink haben wir da. Fakten nehmen wir auch mit. Was haben wir da? Gar nichts. So, wir machen die Aufgabe als nächstes. I'm Annie and I'm looking for my teddy bear. I can't fall asleep without him and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? So, Toy Story heißt die Ding, die Nebenquest. Okay, mach mal. Sure. The last time I saw him, he was in our bungalow, number 15, where I live with my sister Jenny. Remember, his name is Teddy. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. He's a brave teddy bear. Ja, ich glaube, die haben's auch ein bisschen. Aber okay. Just a few sips of water. I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding, please. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. So, besorge Wasser für Kim? Absolutely. Oh. Thank God. Thank you. Whatever you can find. So, fortlaufende Quest, habe ich euch eh schon gesagt. Oh, thank God. Thank you. Gott sei Dank. Danke, das kommt jetzt ein paar Mal. Oh, thank God. Thank you. Wir haben nämlich ganz schön viel Wasser gefunden. Oh, thank God. Thank you. Nochmal. My muscles. Oh, thank God. Thank you. Oh, thank God. Thank you. Ich box nicht. Oh, thank God. Thank
Es wäre irgendwie leibend, wenn es auch was anderes sagen würde. Oh, thank God. Thank you. Nochmal? Jawohl. Oh, thank God. Thank you. Oh, thank God. Thank you. Das ist urarg. Sie gibt mir jedes Mal 70 Dollar für eine Wasserflasche. So, das war's. Gott sei Dank. So, was haben wir da? Energy Drink braucht man nicht. So, jetzt gehen wir nochmal auf Quests. Den Teddybär machen wir. Toy Story. Wie weit ist das weg? Ja. Geht so, lala. Du bleib liegen. Du bleib auch liegen. That's it. Das Geld nehmen wir natürlich mit. So, jetzt zeigt er mal wieder einen anderen Weg. So. Aber ich glaube, da gibt es noch einen, der Hilfe braucht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo der war. Kannst du da drüber springen? Jawohl. Na, geh runter da. So, alles looten tue ich jetzt nicht. Aha, das ist ganz am Anfang anscheinend. Da kann ich nicht einmal mit dem Auto hinfahren. Ah, da ist auch ein neues Rufzeichen. Ich glaube, ist auch eine fortlaufende Quest. Das ist das mit den Molotow-Cocktails, was ich euch erzählt habe. Der sagt die ganze Zeit, bring mir Alkohol und Lappen, damit ich Molotow-Cocktails herstellen kann. Und immer sowas halt. Eh klar. Irgendwie muss man sich ja schützen. Und gegen sowas einen Molotow-Cocktail einzusetzen, ist natürlich super. Überhaupt, wenn sie in einer Herde sind. Da kannst du dann gleich so 20, 30 auf einmal treffen. Du kannst gleich liegen bleiben. Das war ein bisschen zu langsam. Alter, müsst mir jetzt verarschen? Jetzt. Du geh weg, du geh weg. You stay the fuck down. You stay the fuck down. Verflucht nochmal, bleib liegen. So ungefähr. So, da schlagen wir einfach hin. Kopf ab. Okay. Ja, die lassen wir jetzt. Wenn ich da jetzt wirklich alles mitnehme, dann dauert das wieder so lang. Ah, ich wollte ihn ins Wasser hauen. Au! Da ist einer von hinten gekommen. Super, wie alles verschwommen ist. Achso, wegen einem Wasser. Ja, der hat mich reingehaut, der Wichser. Er rennt gegen den Sonnenschirm. So, der ist down. Sehr gut. So, sie hat keinen Arm mehr. Und schon wieder ist einer von hinten gekommen. Das gibt's ja nicht. Lasst mich mal da ganz kurz aufstehen. Wo ist denn jetzt die Alte? Ah, da ist sie. Geh weg, geh weg. Komm, geh schwimmen. Kann ich dich ins Wasser treten? Eigentlich habe ich mir gedacht, dass die ersticken. Also man hört auch wie... Ah, da oben ist dieser blaue Balken. Okay. Dafür habe ich jetzt länger gebraucht, das finde ich ein bisschen schade. So, wir sind aber gleich da. Und da ist noch ein Rufzeichen. Ah, sehr gut. Und zwar hier drinnen. Come here for a second. Gleich, ich komme gleich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, ich drück die Ding. Wirf! Wirf!
Lauf, 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 lauf. Vor. Komm, 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 beweg dich. Okay, Gott sei Dank, das haben wir gerade noch so geschafft. Okay, da müssen wir rein. Na, es wird schwieriger. Na, das wird auch immer schwieriger. Ah! So, was haben wir da? Das ist ziemlich gut, oder? Oh ja, das macht 168 Damage. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Momento. Ich schau mal ganz kurz ins Inventar, so wie immer, wenn wir was Neues gefunden haben. Das macht wenig. 78 nur. Das lassen wir fallen. Dafür nehmen wir das Messer mit. So, und irgendwo hier sollte angeblich der Teddy sein. Hier ist schon wieder stockfinster. Let me open this puppy up. Aber wie macht man denn Licht an? Okay. Am Heisel gar nichts, okay. Blood. Blood everywhere. Alles okay? Bloody long, long bitch! Was ist mit dir? Wieso greift denn der mich an? Feuerzeug, okay. Was haben wir da? Ein Ausweis. Nehme ich sehr gerne. Lucy? So much blood. Alles okay. So, aber da ist dieser Teddybär. Toy Story. Somit haben wir das eigentlich auch fertig. Wir müssen es nur noch abgeben. So. Wie man Licht macht, habe ich vergessen. Auf jeden Fall wäre es nicht schlecht. Okay, da kann ich nicht rein. Ein bisschen was zum Trinken zu finden oder zum Essen. Boah, hört ihr das? Was auch immer das ist. So, jetzt reden wir mal mit den Typen da drinnen. Ich komme gleich zu dir, warte ganz kurz. Ich schau mal, ob es da irgendwas gibt. Scheint aber nicht so. $21. Wait, back up. Is that a bite mark? You're not sick, are you? Alkohol? Well, you don't look sick. Ja gut, reden wir halt mit ihm. Okay, listen, there's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen, if you get me the key, we'll split the cash. Deal? So, flüchtig, okay, mach mal. You can count on it. Good, good, listen, he's hard to miss, very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, alright? Jo, mach ich. Neue Quest, flüchtig. Haben wir jetzt einmal nur angenommen. So, jetzt nehmen wir aber nochmal die andere an, damit wir die noch abgeben, damit sie ihren depperten Teddybär kriegt. Schauen wir mal, ob sich das dann ausgeht, ob ich flüchtig dann auch noch mache. So schaut das aus, wenn man unter Wasser ist. Ja, okay. Sind wir da drin? Nein, das brauchen wir nicht. So, das ist wieder am Arsch der Welt natürlich. Schickt mich da durch die Pampa wegen einem geschissenen Teddybär. So, da können wir eigentlich ganz normal durchlaufen. Den pfeifen wir auch. Geh weg, geh weg. So, ich brauche Ausdauer unbedingt. Ich muss schauen, ob ich irgendwie Ausdauer skillen kann. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Moment, da habe ich einen. Na, ich brauche eh kein Auto. Das sind nur noch 140 Meter. Die können wir auch zu Fuß noch gehen. Und ein neues Rufzeichen. Ja, tatsächlich. Da unten in unserer Basis gibt es ein neues Rufzeichen. Können wir eigentlich auch noch schauen. Was die wollen. Damit wir da schön brav an Level steigen natürlich. Ja. Steht's nur auf. Lasst's mir aber in Ruhe bitte.
So, und da sind wir schon richtig. Sehr geil. So. Tür. Da ist Tür. So. Das Geld habe ich vorher anscheinend nicht genommen. Ja. Da, schau, da stehen Red Bull-Dosen. Die kannst du auch trinken, ne? So, bitteschön. Teddy! Where have you been? You've been a bad boy. Say thank you to the nice people. So, Stufenaufstieg und Quest abgeschlossen. Toy Story, was hast du für uns? Ein Bauplan, Bolzen und Muttern. Gut, nehme ich gerne mit. Warum auch nicht? Moment. Den Energy Drink haben wir uns auch noch rein. Ein Gürtel, okay. Habe ich das alles übersehen oder ist das alles neu gerespawnt hier? Noch eine Batterie. Okay, so. Schauen wir uns die nächste Quest an. Wir haben noch... Na, ich werde wahrscheinlich nicht weitermachen. Auf jeden Fall machen wir im nächsten Part Flüchtling. Ah, Flüchtig. Nicht Flüchtling, sondern Flüchtig. Entschuldigung. Ja, okay, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.